Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu CSGO Overwatch, neuer Fall der Fälle auf Mirage. Auch nicht schlecht. Also Mirage hatte ich, glaube ich, schon ein oder zwei Mal. Ich freue mich halt immer wie ein König, wenn es nicht das 2 ist. Weil das 2 eben, ja, eigentlich ständig drankommt. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. So, also auf eine von diesen Maps, von diesen tollen Maps, die auch ein bisschen Spaß machen, folgt dann 20, 30, 40 Mal das 2. Oh! Was war das denn für ein sicker Headshot, mein Freund? Der sogar aber fast noch hätte so eine, also drin sein können. Wir wissen ja alle, wie das mit der Deagle so ist, ne? Die meisten Headshots mit der Deagle, gerade auf größeren Entfernungen, sehen einfach ultra sick aus. Also, man drückt da manchmal Bretter, wo man sich fragt, wann kommt mein Bann rein und was kriege ich dafür? Also, ich hoffe, dass er natürlich nicht cheatet. So, wenn ich, also ganz im Inneren, muss ich natürlich, sehr gut, mir das ja wünschen. Wow, ich hab das gar nicht, das Geräusch kam gar nicht, er ist einfach umgefallen. Natürlich wünscht man sich, dass es ganz, ganz wenige Cheater immer nur sind in den Fällen. Leider sind es dann aber doch recht oft Cheater. Nicht ganz oft, aber recht oft. Ab und an sind es auch einfach gute Leute, die halt einfach von kleinen Pimmlern gedrückt bekommen, den Grief, weil sie halt einfach besser sind als sie selbst. Schon wieder ein Headshot, mein Freund. Silent Aim, Kugel fliegt auf die... Schon wieder ein Headshot, ich glaube, es geht los. Und wie die aussehen, so plopp. Also ich glaube, da ist möglicherweise eine kleine Aim Assistance am Start. Bei Wallhack will ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber auf ihn hat er jetzt auch schon wieder hart gewartet. Gut, dass da hinten einer kommt, wussten wir ja alle, weil eben ist ja ein Mate von ihm da gestorben und er hat mit dem im Feuer gelegen, also es passt. Die haben sich, ihr wisst schon, beschossen. Da sieht man das ja auf der Karte. Trotzdem. Also ich denke, da ist ein Aimer drin, oder? Kann das sein? Es gibt halt einfach diese gemeinen, ich weiß die Bezeichnung nicht. Ich weiß, dass es einmal die Aim-Unterstützung gibt, dass das Fadenkreuz halt einfach auf den nächstbefindlichen Knilch zieht, auf irgendeinen eingestellten Bereich, den man hat, oder ein Stück daneben. Einfach so, whoop. Aber es gibt doch auch diese Aimer, wo das Fadenkreuz gar nicht auf dem Model drauf ist, aber die Kugel trotzdem reingeht, oder? Sowas ist, ne? Es ist sehr schwierig, sowas zu beurteilen. Also da finde ich viele andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel Wallhacks, ein bisschen leichter. Die Leute versuchen zwar oft, sich zu hiden, aber es ist schwierig. Die Leute sehen durch die Wand und manchmal können sie das halt einfach nicht verdecken, weil sie eben dann dieses Wissen nutzen. Auf eine Art und Weise, wo man es eben erkennt. Wow, er legt für seine Leute, es gibt schon mal einen Anti-Grief. Es gibt eine Ehrenmedaille für Teamspiel. Die haben einen Bot. Aha. Hat er vielleicht sogar, ist es vielleicht sogar ein Raid-Checker, der einfach mal, oder zumindest um das Spiel zu drehen, den Hack angemacht hat. Also die Headshots gehen bei ihm nach wie vor ziemlich easy rein. Gut, der ist down. Er schießt immer noch dahin, möglicherweise auch um zu hiden. Aha. Wallhack, weiß ich jetzt nicht genau. Aber... Er hat schon eine Aim-Unterstützung an, oder? Diese Headshots, die sind schon wirklich krass. Blip. Oder ist es ein extrem guter Spieler? Fuck. Ich habe schon, ich habe Global Plays gesehen, wo ich denke... Obwohl die auch genug total versemmeln. Aber das kannst du mir nicht erzählen. Das ist, oder? Oder bin ich jetzt gerade selbst ein bisschen kriselig? Nee, oder? Das ist doch, der hackt doch so ein bisschen. Da ist so eine leichte Aim-Unterstützung mit am Stizzle. Und möglicherweise halt auch ein Wallhack. Weil er ganz genau... Oder waren die auch wieder im Feuergefecht gewesen da hier in Apartments? Dass er wusste, dass er da gerade langläuft? Ich weiß es nicht. Mal schauen, ob er jetzt in dem Moment, wenn er kommt, zufällig mal guckt. Also da ist auch ein Waller am Start. Er wartet die ganze Zeit, dreht sich sogar um, wartet. Und sobald der Gegner hingeht, geht er auch hin. Es kann natürlich auch ein Zufall sein. Aber da er eben schon so ein bisschen im Aim-Verdacht steht... ist dann auch so ein Waller nicht mehr weit entfernt. Das wisst ihr ja. Wenn man dann irgendwas detected hat, dann guckt man da ganz genau. Ja, wo ist dein Aimbot? Hm? Wo ist er, dein Trigger-Dings? Drück doch mal auf deine Bums-Taste. Hau doch mal rein. Komm, ich will sehen, wie er jetzt drauf... Guck mal. Und jetzt wartet er da. Er pre-fired nicht oder so, sondern hat einfach gewartet. Achtung. Und konnte er da gerade eben was sehen überhaupt in diesem Atomschlitz, der da kurz entstanden ist? Also ich glaube diesem Kerl nicht. Für mich hat er auf jeden Fall
seine Legitheit verloren. Wow. Den hat er schön gefressen. Gut so, richtig so. Gerne noch ein paar weitere Headshots in sein Gesicht. Warte mal. Ich hab immer Schiss, dass er dann gerade Headshots macht, wenn ich hier am Rumdrücken bin. Ich finde manchmal die Sachen nicht. Ich hätte. Kann man das auf Tastenkürzel legen? Ja, wahrscheinlich. Guck mal, guck ich es mal an. Also, wie er jetzt rumdödelt. Total. Oh, hat er sich gerade selbst abgeworfen? Nee, doch. So ein bisschen. Ja, er hat sich selbst 63 auf 63 runtergedrückt. Jetzt habe ich halt nicht geschaut. Hat er eben gehabt? Ja, ne? Habt ihr doch alle gesehen. Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Fuck. Achtung. Ha. Ich weiß halt auch einfach nicht, wie diese Demos 64er Tick und wie die aufgenommen sind und Qualität der Aufnahmen und hin und her. Es sieht manchmal komisch aus. Das Fadenkreuz ruckelt manchmal komisch hin und her, zuckelt irgendwo hin oder bewegt sich einfach unnatürlich. Der Headshot hingegen. Oh, aber seht ihr das? Der triggert doch. Der hat doch gerade eben auf diesen Maya oder wie er heißt. Maple. Auf den hat er doch gerade rumgetriggert. Der ist immer so hin. Also, ich denke, ich werde ihm ein Aimbot drücken. Wallhack auch. Komm, was soll's. Das sind einfach die Fans, die die Spreu vom Weizen trennen. Und ich bin natürlich Gold. Weizen, Hafer. Spreu. Was macht er? Geht durch Palace auf A, ist keiner mehr. Wallhack geht ja nur auf eine gewisse Entfernung, aber jetzt sollte er vielleicht den in Jungle sehen und den auf City wahrscheinlich. Ja, den auf City auch. Ja. Also, guckt euch diese Headshots an, die er da drückt. Das ist doch jetzt. Also, Skill eher nicht. Luck. Wenn es jetzt gerade der luckigste Boy auf der Welt ist, dann könnte das Luck gewesen sein, aber so wie dieses. Blub, blub. Na, guck mal, jetzt steht da rum. Hey, guys, habt ihr gerade meine krassen Cheat-Shots gesehen? Cheat you out. Ja. Da steht er rum mit der Bombe. Wenn er die Bombe gleich von alleine droppt, dann ist er nicht mehr im Spiel drin, oder? Wenn man schreibt, droppt man die Bombe nicht, oder doch? Droppt man die dann auch? Wow, gut, aber der ging ja auch. Man hat den Steppen gehört. Den gerade eben. Trotzdem, ich werde ihm den Wallhack und Aim Assist drücken. Ihr könnt natürlich gerne jetzt schon schreiben, ob ihr damit einverstanden seid. Wow, was war das für eine geschwinde Drehung? Alter, raste mal nicht so aus. Der eine ist bei City, der andere bei, dabei auch bei City. Richtung Jungle oder Window. Vielleicht hat er jetzt ja auch ausgemacht. Er guckt jetzt gerade sehr penetrant nicht hin. Obwohl hinter ihm die Mates fallen und so. Wow. Was war denn das aber auch für eine Idee, von der Kiste da hin zu fallen? Also Aim Assist und Vision Assist werde ich ihm drücken, den Rest nicht. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Also hier habe ich auf jeden Fall den dringenden Verdacht, dass er das war. Und bei Vision eigentlich auch. Ja, bei Vision auch. Der hat einfach reingeschniedelt. Bei Vision habe ich weniger den Hardcore-Verdacht, aber trotzdem genug Verdacht, um ihm, um das zu drücken. Hier ganz, ganz sicher. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. So. So, man muss auch einfach mal auf das Grüne draufdrücken, ja, wenn es da steht. Ja, ich hoffe, das ging jetzt nicht so arg in die Hose. Gerade die Overwatches sind ja so Sachen, wo sich die Geister teilen, aber wirklich extrem teilen. Also da kommt dann jemand, der felsenfest sagt, ich bin Global und was du da gerade gedrückt hast, war auf jeden Fall gut, das stimmt so. Und da kommt jemand anderes, der sagt, ich bin Global und was du da gerade gedrückt hast, war komplett falsch. Ah, und das sind dann, es bleibt dann noch nicht bei zwei Leuten, das sind dann mehrere, die sagen, du bist doch blind und was hast du gemacht? Du hättest ihm doch Grief drücken müssen, der ist doch kurz geflogen, oder? Also, es ist nicht leicht, aber es macht halt ultra viel Spaß, gerade weil es eben auch diesen Dialog da nochmal im Nachhinein gibt, da freue ich mich halt immer auf die Kommentare, gerade bei den Overwatches, ich glaube, die kommen auch nach wie vor noch am besten an, die Overwatch-Videos, wahrscheinlich gerade, weil man selbst mit sich da reinarbeiten kann und dann schreiben kann, wie man das eben so sieht. Oder wie es so war, wenn sich jemand sehr gut auskennt. Nun ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Overwatch auch wieder sehr gut gefallen. Ganz klar, wir hatten ja auch Mirage, hallo. Danke, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Livestream jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr. Meine Augen werden trocken. Ahaha.